Hallo, mein Name ist Lisa und in diesem Videozyklus möchte ich mit dir das Multiplizieren natürlicher Zahlen bearbeiten. Am Ende des gesamten Videozykluses kannst du etwa die Frage beantworten, was das Ergebnis von 869.837 mal 294 ist. Du denkst, es ist kompliziert? Wenn du gut aufpasst, kannst du am Ende mit noch größeren Zahlen multiplizieren. Damit du mit der Multiplikation gut vorankommst, hilft es dir, wenn du die natürlichen Zahlen und die Addition schon kennst. Sieh dir gerne zuerst noch die Videozyklen dazu an, die hier oben verlinkt sind. Hallo, ich bin Nathalie. Du kennst mich vielleicht schon aus dem Video über natürliche Zahlen. Ich habe nächste Woche Geburtstag und ich möchte alle meine Freunde einladen. Meine Tante ist so lieb und bringt Muffins. Sie hat mich gefragt, wie viele Muffins ich denn brauchen würde. Mit mir sind wir 9 Kinder und jeder sollte 2 Muffins bekommen können. Wenn ich also für das erste Kind 2 Stück brauche und für das zweite Kind auch und so weiter, dann kann ich ja sagen, dass ich 2 plus 2 plus 2 und so weiter brauche. Ausrechnen kann ich das mit der Addition. 18 Muffins brauche ich insgesamt für die Feier. Aber können wir das nicht schneller berechnen? Das ist eine sehr gute Frage, Nathalie. Und du hast recht. Eine Möglichkeit ist es, die zwei ja zusammen zu addieren. Für die schnellere Möglichkeit hast du in einem Satz vorhin bereits selbst einen Hinweis gegeben. Weißt du, ja, du vor deinem Computer. Eine Möglichkeit? Du kannst auch ein paar Sekunden zurückspulen und nochmal genau hinhören. Wir wissen schon, 9-mal können wir die 2 addieren. Natalie braucht die 2 Stück, nämlich 9-mal. Das Mal schreiben wir als Punkt. Und die Rechnung nennen wir, wer hätte das gedacht? Multiplikation. Den Punkt nennen wir Malzeichen. Die beiden Zahlen links und rechts davon, hier bei uns sind das die 2 und die 9, nennen wir Faktoren. Das Ergebnis dieser Multiplikation nennen wir dann Produkt. Versuche nun selbst ein Beispiel zu lösen. Wenn 4 Personen je 5 Bonbons bekommen sollen, wie viele benötigt man dann? Stoppe das Video und versuche selbst die gesuchte Anzahl auf 2 verschiedene Arten zu berechnen, ohne die Bonbons abzuzählen. Super gemacht! Sehen wir uns das nochmal gemeinsam an. Wenn wir für jede Person 5 Bonbons brauchen, können wir wieder die Addition anwenden. Und 5 plus 5 plus 5 plus 5 rechnen. Das ergibt 20. Oder wir verwenden die Multiplikation. Wir wollen 4 mal 5 Bonbons. Also rechnen wir 4 mal 5. Und auch hier ist das Ergebnis 20. Jetzt kannst du dich noch an folgenden Quiz versuchen. Auf der linken Seite siehst du die Additionen. Auf der rechten Multiplikationen. Kannst du den Additionen jene Multiplikationen zuordnen, die dasselbe Ergebnis liefern? Drücke auf Stopp und versuche das Quiz zu lösen, ohne die Ergebnisse zu berechnen. Sehen wir uns die Lösung gemeinsam an. Welche Multiplikation passt zu der ersten Addition? Zuerst zählen wir die Vierer ab. Es sind 7 Vierer. Das können wir auch schreiben als 7 mal 4. Das heißt, die dritte Multiplikation ist richtig. Als nächstes betrachten wir 14 plus 14. Das sind 2 Vierzehner, also ist das dasselbe wie 2 mal 14. Und hier siehst du noch die Lösungen zu den letzten beiden Additionen. Super, jetzt kenne ich die Multiplikation und mit Hilfe vom 1x1 geht es richtig schnell. Doch was, wenn ich jetzt eine Zahl größer als 9 mit einer anderen multiplizieren möchte?
Die gibt es ja in der 1x1-Tabelle nicht. Das hast du richtig erkannt. Um größere Zahlen miteinander zu multiplizieren, gibt es eine einfache Möglichkeit. Um diese geht es in den nächsten Videos.